In der 80. Folge der Sendung über Tabletop-Miniaturenspiele geht es um Runen, Zahnräder und Füße. Ich bin Dennis und das ist Dice. Moin moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 80. Folge von Dice hier auf Rocket Beans TV. Ich muss ehrlich sagen, wer hätte vor knapp 3 Jahren gedacht, dass Dice überhaupt so viele Folgen bekommt, und deswegen habe ich zur Feier des Tages dieses Rocket Beans T-Shirt an. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt hier bei RBTV und ihr wisst überhaupt nicht, worum diese Sendung überhaupt geht, Dice Tabletop, was ist denn das? Hier oben ist ein QR-Code. Scannt ihr einfach mal ein mit euren Smartgeräten und dann kommt ihr auf eine Playlist von Videos auf YouTube auf meinem Kanal und die erklären euch, was ist denn überhaupt dieses Tabletop-Hobby, damit ihr versteht, was jetzt kommt, denn für den einen oder anderen, der keine Ahnung davon hat, könnte das vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Aber für alle anderen, die wissen, worum es geht, kommen jetzt die News und die sind diesmal etwas spezieller. Dieses Mal habe ich in den News ein Fundstück. Ich dachte mir, dass ich mir das mal gönne. Und euch natürlich auch. Jean Seiler hat uns diesen wunderschönen Cartoon beschert, der in einem Bild so viel aussagt über unser Hobby und irgendwie auch über uns. Und warum fühle ich mich der stereotypischen Tabletop-Zielgruppe jetzt zugehörig, wenn ich mir so den Verkäufer ansehe? Ich bin entsetzt. Und weil dies die letzte Folge in dieser Staffel ist, möchte ich euch natürlich noch darauf hinweisen, dass am 24. und 25. Februar die Taktika in Hamburg stattfindet. Deutschlands größte Convention für Tabletop und Wargaming wird wieder im Bürgerhaus Wilhelmsburg in Hamburg ausgerichtet. Wenn ihr nur im Entferntesten etwas mit Miniaturen zu tun habt, ja, dann müsst ihr vorbeikommen. Das ist ein Befehl. Und auch natürlich zum 80. Mal kommt die Anmoderation für das Atelier bzw. für den Bemaltisch, denn zum Figuren spielen, Figuren kaufen, Figuren basteln gehört natürlich auch das Figuren bemalen. Die letzten beiden Folgen hatte ich eher allgemeine Tipps gegeben, sowohl für die Airbrush als auch Tipps für Anfänger, aber davor habe ich eine Serie angefangen, wie ich nämlich eine große Figur anmale, den Herrscher des Wandels, des Siege von Citadel bzw. Warhammer bzw. Warhammer 40.000 bzw. Age of Sigmar, also ganz, ganz viel. Und ich habe euch versprochen, dass wir diese Bemalserie auch weiterführen und deswegen kommt das Tutorial jetzt. Jetzt für den Herrscher des Wandels. Mittlerweile das 5. glaube ich. Ist ja auch groß. Moin moin und kra kra! Ich hatte es versprochen, nun geht es auch weiter. Wir bemalen den Herrscher des Wandels. In den letzten Folgen haben wir uns um das Federkleid des Vogels gekümmert und danach die Haut etwas gepimpt. In diesem Video möchte ich mich um seine hässlichen kleinen Füßchen sowie den Schnabel kümmern. Ich hatte ja im ersten Video beiden Elementen mit der Airbrush eine Grundfarbe verpasst. Dieses Ockergelb wollen wir jetzt nutzen und etwas Tiefe und Kontrast erzeugen. Dafür benötige ich heute die Farben Inktense Wood und Inktense Yellow sowie Birch von Scale Color. Ja, das war's schon. Ach, aber natürlich benötige ich zum Mischen meiner Farben noch das Thinner Medium und das Glaze Medium von Vallejo. Der erste Schritt ist einer, den ich bei vielen Maltutorials eigentlich oft als letztes einsetze, das Blacklining. Ich möchte die Füße nicht in allzu vielen Akzenten aufhellen, da mir die Grundfarbe eigentlich schon zusagt. Daher nehme ich das Inktense Wood, was eigentlich eine Art Wash ist, also ein flüssiges Rotbraun. Mit einem feinen Pinsel male ich nun dieses Ink in alle Vertiefungen. Ja genau, in alle tiefen kleinen Kraterchen und Falten. Alle. Das ist natürlich eine fitzlige Arbeit, aber man sieht extrem schnell Ergebnisse. Wenn ihr einen feinen Pinsel habt, dann geht das eigentlich auch ganz gut von der Hand. Etwas überzumalen ist dabei auch nicht so wild, ihr solltet aber doch durchaus versuchen, nicht alles voll zu klecksen. Und wenn ihr euch da ein wenig durchgekämpft habt, ja, dann könnte das in etwa so aussehen. Bevor wir aber zum nächsten Schritt gehen, machen wir exakt das gleiche noch einmal mit dem Schnabel. Dieser hat ja auch ein paar Zähne, also ganz normal für Vögel. Außerdem ist der Schnabel ja auch noch weiterhin verziert, weshalb das Blacklining hier eigentlich eine ganz gute Anwendung findet. Nun wollen wir das Ganze akzentuieren. Dafür nehmen wir aber kein Gelb, sondern nutzen ein Beige. Dafür habe ich Birch von Scale Color verwendet. Mit einer Mischung aus Schichttechnik und Kantenakzentuierung hellen wir jetzt die Füße auf. Und wie wir was wie einsetzen, habe ich natürlich in den Videotutorials fürs Schichten und für Kantenakzente erwähnt. Beide Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr diese Lamellen oder Platten an den Füßen bemalt, dann malt nicht die Kanten einmal komplett herum an, sondern versucht nur die untere Kante und die Seite aufzuhellen.
Dadurch verstärken wir nämlich den 3D-Effekt. Ihr müsst allerdings abwägen, was ihr bemalt und was nicht, denn auch viele organische Flächen sollten eventuell gehighlightet werden. Da das Beige aber ein bewusst extremer Kantenakzent ist und wir vorher schon mit dem Ink die Vertiefung abgedunkelt haben, muss man eigentlich auch nicht alles akzentuieren, was nicht extrem hervorsticht. Also wie gesagt, das müsst ihr wirklich jetzt selbst abwägen. So, und das machen wir natürlich auch mit dem Schnabel. Dabei konzentriere ich mich hier auf die hervorstehenden Zähne, die Schnabelränder und die Nasenrundung am oberen Schnabel, oder wie das heißt. Die Ornithologen unter euch schreiben das doch gerne mal in die Kommentare. Da trage ich einigermaßen dünn die Farbe direkt auf und lasse sie in die untere Farbe übergehen, indem ich die Farbränder mit weniger Bridge bearbeite als die harten Schnabelränder an sich. Und et voilà, das ist das Ergebnis. Sieht doch eigentlich schon ganz geil aus, oder? Ihr seht, dass ich bei den Füßen noch die Krallen und einige Schmuckelemente ausgelassen habe. Keine Sorge, diese kommen später in einem anderen Video. Wofür wir aber jetzt noch Zeit haben, ist ein wenig Knallerfarbe reinzubringen. Die blaue Krähe gehört ja zu Zinsch, also müssen die Farben ordentlich ballern, oder? Aufgrund des Beige als Akzente haben wir die Füße und den Schnabel durchaus etwas entsättigt. Nun soll das alles wieder ein bisschen kräftiger werden. Dafür nehme ich das Inktense Yellow. Dies ist ein gelbes Wash. Das Yellow verdünne ich weiter mit dem Glaze Medium und mache mir eine schöne Lasur draus. Diese trage ich dann komplett und großflächig auf alle eben bemalten Elemente auf. Die Farbe färbt nun die Stellen ein und macht die Übergänge zwischen dunkelbraun, gelb und beige weicher. Allerdings läuft die Farbe auch in die Vertiefung. Und diese dort reingeflossene Farbe solltet ihr unbedingt mit dem Pinsel entfernen, bevor sie trocken ist. Dass die Vertiefung nämlich gelb werden und unser Braun verdecken, das wollen wir nicht und hat auch einen kontraproduktiven Einfluss auf unsere Arbeit. Und schon sind wir fertig mit dem Schritt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja, diese Technik ist natürlich auch auf andere Figuren und Farben anwendbar und ist eigentlich ziemlich simpel. Bei so großen Figuren wie dem Herrscher des Wandels dauert das halt aber eben etwas länger. Nicht, weil das Modell irgendwie komplexer oder schwerer zu bemalen ist, sondern weil die Flächen einfach viel größer sind. Wenn euch das Video nun gefallen hat, dann inkt mir doch ein Abo rüber, bemalt einen Kommentar oder akzentuiert einen Like. Im dieswöchigen Kurzreview geht es tatsächlich nicht um eine Figur oder Geländestück wie beim letzten Mal, sondern es geht um ein Tool, das gerade für Warhammer 40.000 Spieler durchaus interessant sein dürfte und es ist aktuell bei Kickstarter. Schaut mal rein. Hey ho, auf dem heutigen Kurzreview-Tisch finden wir tatsächlich einen aktuellen Kickstarter. Die Armybox Battle Counter. Oder heißt es der Armybox Battle Counter? Ich bin verwirrt, muss mal kurz nachdenken. Auf jeden Fall ist mir dieses Multifunktionstool von Armybox direkt zugeschickt worden. Und zwar zusammengebaut, denn eigentlich ist die Box ein Bausatz, den es selbst zusammenzubauen gilt. Findige Hobbyisten werden sich mit Sicherheit an den ersten Kickstarter erinnern. Dieser wurde abgebrochen vorzeitig, da die damalige Battlebox, nun ja, eine Box war mit einem nicht wirklich ansprechenden Design. Der neue Battle Counter geht aber in eine ganz andere Richtung. Oder wie meine Kollegin im Büro sagt, oh, das ist aber toll, Zahnrädchen. Okay, fokussieren wir uns mal. Was genau ist denn dieses Tool? Fangen wir beim Offensichtlichsten an. Die Box hat einen Deckel, auf dem man mit vielen Zahnrädchen einige Spielstatistiken notieren kann, ohne diese mit Würfel oder Zettel und Stift festhalten zu müssen. Dabei gibt es zwei Varianten, eine Warhammer 40.000 Abdeckung und eine generische. Geliefert bekommen habe ich den Deckel für Warhammer 40k. Demnach sind die Zähler, welche eingebaut sind, auch sehr speziell auf das Game ausgerichtet. Und diese, aha, doch, sind echt cool gemacht, nämlich stilecht mit Zahnrädern, welche bequem über höher angebrachte Zahnräder bedient werden können. Da hat wohl jemand meine kleine Vorliebe dafür mitbekommen, oder? Für zwei Spieler ist jeweils ein Rädchen angebracht, um bis zu 20 Kommandopunkte festzuhalten. Ein Zähler für zweistellige Siegespunktzahlen und natürlich ein integrierter Rundenzähler finalisieren die variablen Statusanzeigen. Drei Vertiefungen, welche beschriftet sind mit Linebreaker, Warlord und First Blood, befinden sich in der Mitte und können mit dem jeweiligen Rädchen diesen Status für ein oder zwei Spieler aktivieren, indem ein Pfeil drauf gedreht wird. Eigentlich eine sehr schöne Idee. Noch viel besser tatsächlich sind die zwei Rädchen oben und unten. Diese fixieren nämlich die Abdeckung von der eigentlichen Box. So kann diese nämlich auch transportiert werden, ohne dass der Deckel abfliegt. Und das war ein großer Nachteil der alten Version. Man merkt also, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurde. Entfernt man also diese Sperren, ist der Deckel abnehmbar. Drin sind mehrere Fächer angebracht, damit man dort Spielutensilien verstauen kann. Die Fächer sind unterschiedlich groß, sodass Karten, Marker, Würfel und ein Maßband locker reinpassen sollte. Also halt Spielutensilien, die man so zum Tabletoppen braucht, ne? Sehr gut finde ich übrigens die Möglichkeit, dieses Inlay ebenfalls aus der Box zu heben. Darunter finden wir eine mit Filz beklebte Fläche, welche wunderbar als Würfelbrett fungieren kann. Ohne, dass die Würfel wegrollen oder zu laut sind, falls ihr mal heimlich spielen wollt, ne?
Nee, ganz im Ernst, finde ich wirklich nett. Zum Kickstarter gehört auch die Option auf einer Acrylplatte mit Markern. Dieser Live-Counter gewinnt zwar keine Designpreise, ist dafür aber ungemein praktisch. Mit Acrylmarkern kann man dann nämlich die Lebenspunktanzeige von bis zu 10 Spielfiguren managen. Passende Marker zur Nummerierung, welche man neben die Figuren legen kann, sind ebenfalls dabei. Und natürlich passt der Zähler gut in die Box rein, wäre er blödsinnig, wenn nicht. Ne? Der Armybox Battle Counter ist in seiner jetzigen Reputation eine massive Verbesserung zu ihrem Vorgänger. Man merkt, dass die Macher sich noch einmal an das Projekt rangesetzt haben und sowohl die Funktionalität als auch das Design überarbeitet haben. Durchaus bin ich angetan von der jetzigen Box, ist sie doch sehr hilfreich beim Komprimieren von Spielmaterial. Was mir jetzt nicht so gefällt, das sind die Schrauben, mit welchen die Abdeckplatte verschraubt sind. Ja, sie sind wohl echt fest und bringen Stabilität, ich empfinde sie aber als leichten Störer im Design, aber das ist halt nur optischer Natur. Der aktuelle Kickstarter ist schon finanziert und läuft noch bis zum 25. Februar 2018. Die Auslieferung aller Boxen soll zwischen März und Juni diesen Jahres erfolgen. Wenn ich mir aber was wünschen dürfte, bitte, bitte macht davon eine geile Infinity-Version und ich wäre hundertprozentig dabei. Denn da brauche ich auf jeden Fall ein physisches Managing-Tool. Nicht zum 80. Mal, aber fast zum 28. Mal kommt jetzt der Gregor von der Webseite magabotato.de und der bringt einen Kickstarter der Woche wieder mit, den er euch natürlich präsentiert und ich lese es vor, also wundert euch nicht, wenn ihr meine Stimme dazu hört. Und deswegen sagen wir dennoch trotzdem alle Danke, Gregor. Die aktuelle Staffel Deist geht dem Ende entgegen, also tut Gregor das auch. Moment, damit ist natürlich der Kickstarter der Woche gemeint. Ouroboros Miniatures haben ein kleines, aber feines Projekt veröffentlicht, das sich weniger an die Gamer richtet, sondern eher an passionierte Figurenmaler auf der Suche nach repräsentativen Modellen. CP New Skin ist eine Cyberpunk-Büste im Maßstab von 1 zu 12. Offenbar schält sich da gerade jemand aus ihrer alten, menschlichen Haut, unter der sich ihr neues, verbessertes Ich verbirgt. Die Umsetzung von Artwork zu fertigem Modell gefällt Gregor persönlich sehr, gerade weil es einen zentralen Aspekt des Cyberpunk, nämlich der Verschmelzung von Mensch und Maschine, gut transportiert. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass er gerade Altered Carbon auf Netflix durchgesuchtet hat. Unabhängig davon, wer ein aufwendig zu bemalendes Modell sucht und gerade Haut gut malen kann, wird mit diesem Modell seine Freude haben. Damit ist Gregor raus für heute und macht sich auf den Weg nach Sibirien in den russischen Bürgerkrieg von 1918. Wünscht ihm Glück! Seit den letzten Staffeln von Deist haben wir einige Aufbaukampagnen zu diversen Tabletop-Spielen angefangen und auch meistens immer abgeschlossen innerhalb von einer Staffel. Aber, jetzt ist eine Premiere, zur 80. Folge führen wir eine der Serien weiter und zwar Road to Rune Wars. Also schaut rein, vielleicht gewinnt Mikkel diesmal. Damit hättet ihr nicht gerechnet, oder? Es ist soweit, unsere erste Road to Serie wird fortgeführt. Mit Road to Rune Wars hatten wir zwischen Folge 61 und 70 mit dem Tabletop Rune Wars angefangen. Wir, das sind Steffen und Eduard von den Rocket Beans, sowie Mikkel von Pietsmeet und meine Wenigkeit. In mehreren Folgen haben wir euch daran teilhaben lassen, wie wir die Armeen aufteilten, bemalten und unsere ersten Spiele ausfochten. Wir begannen Rune Wars mit zwei Starter-Sets, weshalb Steffen und Mikkel jeweils die Darkhand Lords spielen und Eduard und ich die Vaika-Untoten ins Feld führen. Ich bin Mikkel, ich arbeite eigentlich bei Pietsmeet und wurde hier von Dennis zu Rune Wars eingeladen, weil ich so überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema habe, so Tabletop und sowas. Und sie brauchten noch jemanden, den sie auseinandernehmen konnten. Das haben sie mir natürlich nicht so gesagt, sondern so, ey, wir brauchen jemanden, der noch nie Figuren bemalt hat und deswegen bin ich wahrscheinlich eigentlich hier. Ja. Ich bin Eduard, bin 26 Jahre alt. Ich komme hier aus Hamburg und arbeite bei Rocket Beans TV und Dennis hat mich eingeladen zum Rune Wars spielen. Ja, ich bin Steffen, man kennt mich vielleicht von Rocket Beans TV, von der grandiosen Dropzone Commander Kampagne oder auch von meiner niegelnagelneuen Autobiografie Im Feld sterben und aus den Fehlern lernen. Nach unseren ersten Spielen wissen wir einigermaßen, wie das Game und unsere Einheiten funktionieren. Nun wollen wir also unsere Armeen erweitern, aber das Schritt für Schritt. Wir haben uns also entschlossen, dass jeder eine Erweiterungsbox seiner Armee hinzufügen kann. Bei meiner ersten Erweiterung habe ich mich für Lord Hawthorne, glaube ich, er wird so ausgesprochen, entschieden. Das ist eben so ein, ja, ein Lord natürlich, so ein General. Er reitet auf seinem Pferd in die Schlacht, wenn man das möchte. Er kann auch als Infanterieeinheit in die Schlacht ziehen und ich brauchte mal jemanden, der so ein bisschen aufräumt. Nach meiner ersten Niederlage gegen Dennis dachte ich, so jemand könnte vielleicht die Moral meiner Truppen stärken und so. Ich habe mich für die Kommandoeinheit entschieden, weil ich dachte mir so,
Also klar, einen Kommandanten zu haben, ist ziemlich geil. Einer reiht aber auch. Und aber die Kleinen ein bisschen zu pushen und richtig fetter zu machen, das kann, glaube ich, ziemlich geil werden. Deswegen habe ich die Kommandoeinheit genommen und halt mal ein bisschen ausprobiert, wie es so ist halt mit Standartenträger, Champion und Trommler. So. Ich habe mich tatsächlich für was ganz Unspektakuläres für meine Armee entschieden, und zwar für weitere Bogenschützen. Es gibt ja schon, oder in der Grundarmee waren ja schon zwei Bogenschützen drin, und ich habe jetzt die um weitere zwei, also nicht zwei Bogenschützen, sondern zwei Bogenschützen-Trays und habe die jetzt um zwei weitere Bogenschützen-Trays, also acht Bogenschützen, erweitert. Ich habe mir zuerst die Kommandoeinheit geschnappt. Das war meine erste Einheit, die ich mir jetzt weiter ausgesucht hatte, weil ich die vom Style her ganz cool fand und ich dachte, hey, geil, eine Kommandoeinheit wäre bestimmt super. Beim Auspacken habe ich dann erstmal gemerkt, okay, diese ganzen Einheiten, die da drin sind, sind A, nur Einheitenerweiterungen für die eigentliche Infanterie, die ich habe. Schon ein kleiner Downer, weil ich dachte, okay, so eine Kommandotruppe einfach so über das Feld heizen zu lassen, wäre schon cool. Dann habe ich gemerkt, dass ich von diesem Kommandotrupp nur zwei Einheiten in der Größe spielen kann, die ich überhaupt habe. Nämlich den Hornbläser und den Champion. Das ist schon mal so, hätte ich mich mal für was anderes entschieden, egal. Und wenn man hart wäre, muss man einfach sagen, das sind im Endeffekt nur Aufrüstungskarten, diese Figuren. Aber sie sehen fantastisch aus, das muss man wirklich sagen. Und dementsprechend war ich dann doch zufrieden mit denen, als ich sie ausgepackt habe, zusammengesteckt habe und angemalt habe. Ja, aber eine Einheit einfach hinzuzuaddieren, das bringt ja nichts, wenn man sie nicht auf dem Feld aufstellen kann. Daher haben wir uns ein weiteres Mal getroffen, um gegeneinander zu battlen. Dieses Mal spielen Mikkel gegen Eduard und Steffen gegen mich. Wie der Zufall es so wollte, spielten wir die gleiche Mission. Jeder Spieler legt in der Nähe der Aufstellungszone des Gegners vier Zielmarker hin. Wenn eine Einheit über einen solchen Marker läuft, nimmt sie ihn auf, kann ihn aber auch wieder verlieren, wenn sie stirbt. Wer am Ende des Spieles am meisten Missionsmarker eingesammelt hat, gewinnt. Ganz einfach. Also ich habe gegen Eduard durfte ich heute spielen mit seinen Untoten. Wir haben unsere Einheiten aufgebaut, uns überlegt, auf welche Fronten wir uns lagern und worauf wir den Fokus setzen, welche Missionsziele wir einnehmen wollen. Am Anfang lief es recht häufig bei uns beiden, weil wir erstmal Missionsziele einnehmen wollten und teilweise sogar vorbeigelaufen sind. Ich hatte am Anfang einen großen Fehler gemacht. Ich habe meine Kavallerie so aufgestellt, dass sie an so einer Falle, also an so einem Geländestück, nicht vorbei konnten, was dazu führte, dass sie irgendwie die ersten 4-5 Runden da irgendwie versucht haben, sich drum zu manövrieren. Es hat alles nicht geklappt. Unglaublich. Nutzloseste Kavallerie aller Zeiten. Ich bin ganz froh, weil ich mag die scheiß Kavallerie nicht. Dafür haben mein Golem und mein Lord eigentlich eine ganze Zeit gut aufgeräumt unter den untoten Skeletten. In der Mitte kam es dazu, dass meine normalen Infanterieeinheiten gegen Mikkels Helden und Golem gegenüberstanden im Nahkampf. Und eigentlich habe ich schon verloren gesehen und die komplette Seite verloren und eigentlich aufgegeben. Das sind drei Treffer. Drei Treffer. Drei Treffer. Der war brutal, oder? Drei. Was? Drei Treffer? Mhm. Und sind das sechs Schaden, oder? Langfristig hat mich Eduard aber einfach von der Flanke aus zerstört und dann hatte ich auf der Seite mit meinem Golem keine Chance und mein Lord wurde durch Eduards unverschämtes Würfelglück auch noch irgendwie hingerichtet. Ja, also das lag eigentlich nur daran, dass ich sehr viel Würfelglück mit denen hatte. Also ich habe, glaube ich, zwei, dreimal richtig krass Schaden gewürfelt, dass ich seinen Helden sehr schön Schaden gemacht habe, aber auch teilweise wegen der Ausrüstung, die durch die neue Kommandoeinheit kam, dass ich da einen Würfel komplett neu, einfach nehmen konnte und die Seite aussuchen konnte, was das halt bewirken soll. Und damit habe ich dann halt sehr viel Schaden machen können. Kann ich sie jetzt hier vom Spielfeld nehmen? Ja, warte, da kommt noch symbolischerweise noch eine Runde. Ja, das genieße ich mehr. Ja. Oh Mann, Alter, mir bricht jetzt auch die ganze Flanke hier weg. Ja, ich genieße es nur so halb, weil eigentlich meine Weil er jetzt gar nichts machen will. Nichts ja, der rennt nach vorne rein in sie. Dafür hat sich der Tod auch gelohnt. Also wäre ich jetzt nicht beteiligt gewesen, wäre mein Highlight auf jeden Fall gewesen, wie Eduard da ein Würfelglück nach dem nächsten rausgehauen hat. Es war schon irgendwann verdächtig, dass ich dachte, irgendwie, da ist irgendwas gezinkt oder so. Aber ich habe es eben nochmal kontrolliert, das war es nicht. Also er hatte wirklich Glück. Das war schon spannend und währenddessen habe ich irgendwie nichts wirklich hinbekommen. So. Also es war sehr unfair. Also die Erweiterung hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil, wie gesagt, ich konnte allein schon Sachen ausrüsten und dadurch wurde die Einheit sehr stark gebufft, dass sie sogar den Helden halt zumindest aufhalten konnte. Dass es jetzt so krass war, lag natürlich am Würfelglück. Aber die war auf jeden Fall stärker als vorher, weil vorher war die echt nur Futter zum irgendwie hinstellen, jemanden blocken und stehen lassen.
Jetzt weiß ich schon ziemlich stark und ich habe ja jetzt die nächste Erweiterung ist halt, diese Einheit sogar noch zu vergrößern. Da bin ich auch noch gespannt, was dann passiert, wenn die noch viel größer und stärker ist oder noch mehr aushält. Als nächstes habe ich das Golem-Pack, da sind nochmal zwei Golems drin und da diese Runde mit den Golems sehr gut funktioniert hat, plane ich einfach so der Aufmarsch der Golems. Also ich werde einfach alles andere rausnehmen, nur Golems auf die Karte setzen und die halten ja viel aus und töten viel, also das wird schon gut gehen dann. Ja, ich habe gegen Dennis gespielt. Das war irgendwie ein Spiel der Extreme. Er hat sich schon wieder so eine Aufstellung ausgesucht, wo ich dachte, oh, das kann nicht sein. Ein Engpass in der Mitte mit diesem blöden Gelände ringsrum. Und dann kamen auch die Runen so richtig gut, dass irgendwie nur eine grüne Rune war und der Rest alles pusht sein Runengolem. Ich war schon eigentlich in der ersten Runde total bedient. Da ist aber gar nichts passiert. Wir haben uns positioniert. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, von denen ich jetzt noch nicht genau weiß, welche es waren. Dann hat er aber am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat er die Runen, also beziehungsweise die Missionspunkte, die ich einnehmen musste oder aufsammeln musste, hat er alle auf eine Seite gestellt, zum Großteil. Weshalb ich in einer Runde mit meinem Wurm gleich zwei, in der ersten Runde zwei einnehmen konnte. Ja, er hat ihm die Ritter entgegengestellt, aber da habe ich dann gedacht, ach komm, der hält die schon aus. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die irgendeine blöde Ausrüstungskarte hatten und Feuerbälle feuern konnten. Und so viel Schaden machen würden, wie rote Runen da wären. Ja, wie rote Runen da bin. Und es waren zu diesem Zeitpunkt zweimal hintereinander vier rote Runen da. Und die Fähigkeit von den Rittern hat auch nicht so viel gebracht. Hat irgendwie einen Schaden beim Wurmreiter da gemacht und gut. Und dann fing so langsam an, meine ganze Armee zu zerbröseln in ganz viele kleine Einzelteile. In der zweiten Runde kam es dann zum ersten Clash. Sein Runengolem ging in meine wiedergeborenen, reanimierten Skelettkrieger rein. Weil ich dachte, hey, bisher haben die Runen richtig gut gesessen bei mir. Also los, Angriff. Ja, der hat auch gleich erstmal eine Nullrunde gewürfelt im ersten Angriff, was natürlich schon so Medium war. Dann habe ich meine Infanterie in eine dieser Geländestücke gebracht. Warum genau, weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, ich dachte, ich könnte dann einfach in der nächsten Runde der anderen Infanterie in die Flanke fallen, aber ich habe bei denen, da kam noch der Held und naja. Er hat seine Speerträger, warum auch immer, in das Geländestück vor mir reingestellt, weshalb ich gleich in der zweiten Runde dann einen Angriff machen konnte mit Ardus X Erebus, den Namen, den ich jetzt endlich mal aussprechen kann. Und der hat einfach Kleinholz gemacht. Der macht einfach aus den Infanterie macht er immer Kleinholz. Der ist einfach extrem stark im Nahkampf. Erst hat Arx Erebus meine Infanterie aufgerieben. Dann haben drei Reiter Pfeile gegen den Kopf gekriegt. Und der Golem hat dann umgedreht noch eins auf den Deckel gekriegt. Also es ging dann sehr schnell vorbei. Und irgendwie konnte Kari das auch nicht mehr retten. Und dann war er vorbei. Ich hatte mit meinem Bogenschützen habe ich auf seine Reiter geschossen. Hab zwar keinen Schaden gemacht, aber die mussten Paniktest machen und haben dadurch einen Betäubungsmarker bekommen. Nee, einen Nichtbewegungsmarker. Die konnten sich nicht bewegen dadurch, was mir enormen Vorteil verschafft hat für meinen Wurm von seiner Position her. Weshalb der ihn dann weiter beschossen hat und meine Bogenschützen auch. Und dann haben sie nachher zwei Giftmarker bekommen und haben tatsächlich durch einen sehr guten Schuss meiner Bogenschützen drei Ritter verloren, wodurch nur noch einer da war. Also die Erweiterungen, die ich jetzt habe, habe ich ein bisschen enttäuscht, aber nur ein bisschen. Weil die Einheitenkarten und die Aufrüstungskarten, die dabei waren, sind eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich habe sie, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Ich habe tatsächlich meine Speerträger, habe ich gedacht, so okay, jetzt mit dem zusätzlichen Würfel durch den Champion plus den automatischen Charge-Move durch den Hornträger, hauen die jetzt richtig rein. Und ich hatte noch diese eine Karte, womit ich eine Verteidigung dazu kriege. Habe sie dann in Arx Erebus reingeschickt, weil ich dachte, hahaha, Dennis ahnt nicht, was ich hier für tolle Karten habe. Naja, hat nicht so viel gebracht. Wiederum die Aufrüstungskarte von den Reitern fand ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die bei dem Kommandotrupp dabei war, aber ich glaube schon. Und der Hornbläser war nicht so gut, den konnte ich nicht so gut setzen, weil ich meine Leute da in diese komische Ruine rein manövriert habe. Warum, weiß ich wie gesagt immer noch nicht so genau, warum ich das getan habe. Aber ansonsten, wenn es, glaube ich, die Schlacht größer wird und man auch die mehr Speerträger hat, dann sind die, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass, die Kommandoeinheiten. Und jetzt habe ich dann tatsächlich die Bogenschützen genommen und habe jetzt so eine Vierer-Block Bogenschützen gehabt und die waren richtig, richtig gut. Also für mich tatsächlich die Einheit des Spiels und haben genau das gemacht, was sie sollten. Ich habe denen nämlich die Ausrüstung auch gegeben, die die Jungs noch dabei hatten. Das war die Windrune und das war noch was anderes, das ich jetzt gerade nicht im Kopf hatte. Das heißt im Endeffekt, durch die Windrune konnten sie einen Sidestep machen, sich umformieren und dann nochmal schießen. Abhängig davon, die Entfernung war abhängig davon, wie viele grüne Runen da waren, aber selbst wenn keine grüne Rune da ist, konnten sie sich umformieren und schießen. Und das gibt ihnen eine so krasse Flexibilität. Es ist wirklich enorm gewesen. Und die haben richtig gut gewürfelt.
Meine nächste Erweiterung sind die altgeborene Kavallerie. Das zweite, die zwei beiden letzten Trays, sodass ich dann endlich vier altgeborene Kavallerie habe, was schon mal ziemlich heftig ist, wenn sie mal ankommen. Und sie halten auch mehr aus diesmal, was schon mal sehr geil ist. Und da kommen bestimmt auch noch ein paar sehr schöne Karten dazu. Und da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, weil ich ein sehr großer Fan der Kavallerie bin. Als nächstes kommt der Held. Also es gibt noch einen einzelnen Helden, den der Untoten, so ein Super-Nekromanten. Ich weiß den Namen leider nicht. Der wird aber bestimmt wieder genauso einen tollen Namen haben wie Ardus. Also ich werde wieder 3 Monate brauchen, um den irgendwie auswendig lernen zu können. Ich weiß aber, dass der enorm gut ist, weil er ganze Tableaus wieder beschwören kann und richtig Schaden machen kann, dafür selbst Lebenspunkte opfert. Ich bin gespannt. Also den möchte ich auf jeden Fall drin haben und das wird ein ziemlich großartiges Spiel das nächste Mal. Großartiger als jetzt. Ja, ihr habt es bereits gehört, es wird weitere Erweiterungen geben. Damit wird auch die Road to Rune Wars von uns fortgeführt. Bleibt also weiter am Ball und verfolgt unseren Armeeaufbau. Wir haben nach unserem ersten Spiel nach Monaten wieder gemerkt, wie viel Spaß wir doch dabei hatten. Ich hoffe, das kam auch genauso rüber. Wir sehen uns also beim nächsten Road to Rune Wars und feuert unsere Spieler in den Kommentaren an. Das ist jetzt immer der Moment, an dem ganz, ganz viele Leute ausschalten, weil sie denken, naja, Sendung ist vorbei, ich brauche nicht mehr weitergucken. Aber, dass dies die letzte Folge von Dice war, und zwar in dieser Staffel, und wir jetzt erstmal 2 Monate in Staffelpause gehen, das kriegen die meisten nicht mit. Und wir werden mit Sicherheit dann auch mitbekommen, dass immer in den ganzen Kommentaren der nachfolgenden Videos, denn ich bringe ja auch während der Staffelpause auf meinem YouTube-Kanal diverse Videos, immer dienstags, immer donnerstags und samstags ein Re-Upload, werden bestimmt immer kommen die Fragen, sag mal, was ist mit Dice? Geht's das denn gar nicht weiter? Wo ist denn die nächste Folge von Dice? Und daran wissen wir ganz genau, dass diese Leute nämlich nicht weitergeschaut haben. Und zwar diese Abmoderation. Mal gucken, wenn ich viel zu tun habe, kommt vielleicht Dienstag auch ein Re-Upload. Auf jeden Fall werdet ihr trotzdem 3 Videos pro Woche, und zwar 3 Tabletop-Videos pro Woche auf meinem Kanal bekommen. Den findet ihr übrigens hier, zusammen mit meinen anderen Social-Media-Kanälen. Könnt ihr auf den YouTube-Kanal gehen, macht diesen Kanal ein Abo, ist ja komplett falsch. Gebt diesem YouTube-Kanal ein Abo, am besten euers. Vielleicht auch die kleine Glocke daneben bei betätigen, dann wisst ihr nämlich auch definitiv jedes Mal, wenn ich ein Video uploade. Und dann werdet ihr nichts verpassen. Denn ihr könnt ja mittlerweile ganz, ganz viel Dice gucken, wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben. Eigentlich viel zu viel, das hält kein Gehirn aus. Und weil kein Gehirn das aushält, würde ich jetzt einfach mal sagen, schreibt mir in die Kommentare, gebt mir ein Abo. Ich freue mich auf euch alle, von euch zu lesen. Schickt mir auf Facebook Bilder von euren bemalten Figuren. Aber bitte denkt immer dran, seid nett zueinander und seid auch nett zu mir, denn sonst komme ich vorbei und dann gibt es Krav Maga für alle und das kann keiner wollen. Und wer richtig viel Krav Maga für alle haben möchte, der kommt am 24. und 25. Februar auf die Taktika 2017 in Hamburg. Das ist nämlich die größte Tabletop- und Miniaturen-Convention Deutschlands. Da werde ich auch da sein mit einem kleinen Stand und auch zusätzlich noch mit einem kleinen, einen kleinen Flohmarkttisch, wo ich ein paar von meinen Sachen verkaufe. Ich hoffe, ihr kommt vorbei, wir können ein bisschen reden und ich gehe jetzt in die Sonne. Macht's gut, bis April. Ich bin Eduard, bin 26 Jahre alt. Ich komme hier aus Hamburg und arbeite bei Rocket Beans TV und Dennis hat mich eingeladen zum Rune Wars spielen. Okay. Und ich bin Single.